Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist es am Freitagvormittag in einem Kellerraum des Amtsgerichts Esslingen zu einem Brand gekommen. Kurz vor 11.30 Uhr ging der Brandmeldealarm bei der Feuerwehr ein. Andreas Arndt, Direktor des Amtsgerichts Esslingen, schilderte uns den Einsatz. Wir hatten einen Brand im Amtsgericht Esslingen im Elektrikraum. Es sind Batterien gebrannt und ein Schaltschrank. Gab keine größeren Schäden, soweit ich das im Moment überblicken kann. Und der Dienstbetrieb läuft auch schon wieder. Hat alles wunderbar geklappt. Die Brandschutzmeldeanlage hat angeschlagen. Die Feuerwehr und Polizei waren sofort informiert, waren alle vor Ort. Und es ist vorbildlich abgelaufen von allen Beteiligten und auch von meinen Mitarbeitern. Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte drang dunkler Rauch aus einem Lüftungsschacht. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt schon evakuiert. In dem betroffenen Kellerraum brannte die oberste Reihe mit Batterien, die für das Notstromaggregat benötigt werden. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Es wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Eine Verhandlung am Amtsgericht musste in ein anderes Gebäude verlegt werden. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften am Brandort. Der Rettungsdienst fuhr mit einem Rettungswagen und zwei Sanitätern an den Unglücksort. Während des Einsatzes musste die Ritterstraße für den Verkehr gesperrt werden.